Jo. Okay, also jetzt, ich habe hier mal so eine HPC-Crashkurs-Geschichte zusammengestellt. Das war letztes Jahr für so ein Seminar, was ich gehalten habe. Ich wollte auch eine Präsentation über HPC vor so ein paar Studenten machen. Und da musste ich natürlich erstmal so ein kleiner HPC-Einweise geben. Also, was ist HPC? Es gibt halt zwei verschiedene Arten von HPC oder sagen wir mal, von Interaktion mit Servern oder mit IT-Infrastruktur sowieso, unabhängig und abhängige Kommunikation. Ja, so kann man es, glaube ich, halbwegs sagen. Also, wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger, als ich die Präsentation gehalten habe. Also, was ich damit meine, ist, wenn ich bei Google eine Abfrage hinsende, dann ist mir eigentlich egal, was der Rest der User von Google macht, gerade zu dem Moment. Also, ich kann halt, wie ich auch hier unten oder auf dem linken Bild sieht, man kann halt ganz viele Abfragen oder Anfragen von verschiedenen Nutzern zur Zeit haben und die interagieren halt nicht miteinander. Das ist halt ein sehr, ich will nicht sagen einfach zu skalierendes, bei Google ist es vielleicht nicht ganz so einfach, aber sagen wir mal, wir wollen irgendwie einen Webserver haben, der ein Bild aushändigt oder sowas. Da ist es dann eigentlich egal, ob jetzt 20 Leute gerade das Bild abfragen oder 30 Leute. Die untereinander haben halt keine Interaktion miteinander. Die fragen halt das Bild ab und das sind halt unabhängige Prozesse sozusagen. Ja? Bei HPC, also das heißt HPC, High Performance Computing, das wird halt genutzt, um so Problemlösungen oder Problemstellungen wie Wetterbericht zu berechnen oder halt sowas hier, so eine Simulation der Luftumwirbelung im Auto oder Klimaberechnungen oder Physikberechnungen, irgendwie so zwei schwarze Löcher zusammenschmeißen oder sowas und zu gucken, was passiert. Also es passiert, es sind halt irgendwelche großen Systeme, die man versucht zu simulieren. Und wie man das macht, ist in so einem abhängigen Netzwerk. Also hier jetzt, wenn man sich das bei dem Auto vorstellt, ich kann halt nicht den Luftstrom an dem Scheinwerfer rechts berechnen, ohne den Luftstrom vorne an der vordersten Front der Motorhaube berechnet zu haben. Oder der erste Reifen hat halt einen Einfluss auf den hinteren Reifen. Also ich muss halt ein Netzwerk haben von Punkten, die über diesen gesamten Körper halt gehen, die halt ineinander in Abhängigkeit stehen. Also ich mache halt, das sieht man auf dem nächsten Bild ganz gut, ich mache halt verschiedene, erstmal diskretisiere ich das ganze Problem, also ich mache aus einem unendlichen Fluss von Veränderungen mache ich halt Zeitschritte. Also wenn ich jetzt sage, ich will eine Minute oder sowas simulieren, dann mache ich aus dieser Minute vielleicht Zeitschritte im, weiß ich, 500-Millisekunden-Bereich oder 20-Millisekunden-Bereich oder was auch immer, je nachdem, was für ein Problem ich habe. Oder beim Wetterbericht mache ich vielleicht, habe ich Messstationen, die mir jede Stunde einen Datenpunkt liefern. Dann mache ich halt nachher die Berechnung immer in diesen Stundenintervallen. Also, was mache ich? Ich mache halt diese unendliche Abfolge von Veränderungen, mache ich erstmal in kleine Häppchen, also so Zeitschritte, jetzt sind es hier gerade 10. Und dann gehe ich halt jeden Zeitschritt durch und der Zeitschritt vorher und die Abhängigkeiten oder die Werte der verschiedenen Punkte in meinem Berechnungsnetzwerk haben wir natürlich Einfluss auf die Gegenüberliegenden. Also wenn ich jetzt sage, ich habe halt so ein simples Modell einer Stimmungssimulation mit einem Würfel, der halt 8 Punkte hat, also oben links und so weiter, ja, so ein Würfel, dann wird halt in einem Zeitschritt werden halt alle Informationen des vorherigen Zeitschritts von meinen Nachbarn benutzt. Also da gibt es dann irgendwie so eine Funktion zu sagen, mein Nachbar plus mein anderer Nachbar, plus der Nachbar, plus der Nachbar und mein eigener Status ergeben meinen neuen Status. Und so muss ich halt immer schrittweise durchgehen. Also ich kann halt nicht in so einem Netzwerk für hier unten rechts zum Beispiel, für das rechts unten, für den Teil dieser grünen Fläche, kann ich halt noch keinen Status berechnen, wenn ich nicht alle vorherigen Stati berechnet habe, Statusse berechnet habe. Ja? Also das ist soweit verständlich. Ja? Also ich kann halt nicht irgendwie im Wetterbericht sagen, ich berechne erstmal das gesamte Wetter für Berlin und dann berechne ich das Wetter für Hamburg und dann berechne ich das Wetter für Düsseldorf und dann berechne ich zum Schluss noch das komplette Wetter für Deutschland, sondern ich muss halt immer Zeitschritt für Zeitschritt durch das komplette Wetterproblem gehen. Ich kann halt nicht sagen, das mache ich jetzt zuerst und dann mache ich was anderes danach. Ja? Ähnlich ist es zum Beispiel, und das ist jetzt mal so ein ganz plumpes Beispiel, wenn ich halt ein Haus bauen will zum Beispiel und ich habe drei Maurer, dann kann ich das unabhängig machen, indem ich halt jedem Maurer ein Haus bauen lasse. Dann sind die vielleicht nach einer Woche fertig oder so.
Wenn ich das aber schneller machen will, wenn ich sage, ich muss das halt in 2 Tagen fertig haben, dann kann ich halt versuchen, die drei Maurer auf ein Haus anzusetzen. Aber dann muss ich mir halt überlegen, wie ich dieses Haus jetzt aufteile und wie ich die zusammenarbeiten lasse. Und jetzt könnte man halt sagen, ich mache halt das so, dass ich halt die linke Haushälfte von einem machen lasse, die mittlere oder ein Hausdrittel von dem ersten Maurer machen lasse, die Mitte von dem mittleren und die rechte von dem rechten. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, ne? Wenn die halt unterschiedlich schnell fertig sind, dann wird das Haus wahrscheinlich nicht fertig. Deswegen, aber angenommen, ich mache das so, dann lasse ich die halt unterschiedliche Teile bauen und das führe ich dann nachher wieder zusammen zu einem Haus. Ja, also ich klebe dann irgendwie diese 3 Teile zusammen, wie auch immer das funktioniert. Jetzt müssen sich die natürlich untereinander absprechen. Also die haben natürlich viel zu diskutieren, so einzelne Zeitschritte. Also dieses Aufteilen in vertikale Schnitte macht ja nicht viel Sinn, aber man könnte ja sagen, jeder macht halt einen bestimmten Stein in jedem. Also meine Zeitschritte sind halt eine Schicht von Stein sozusagen. Und ich habe jetzt einen bestimmten Verteilmechanismus, wo ich halt die Maurer so einsetze, dass sie halt jeweils die Steine in dieser einen Schicht setzen. Wenn die Schicht fertig ist, dann postuliere ich halt, jetzt machen wir die nächste Schicht und dann machen die wieder hier zu dritt diese eine Schicht fertig und dann geht es wieder ein weiter und so kann ich das dann halt versuchen, in einzelne Zeitschritte zu unterteilen. Ja. Hat auch Sinn, denke ich. Und die müssen natürlich viel sich unterhalten. Bei 3 Maurern macht das natürlich Sinn, also dann geht es vielleicht noch so gerade so, dass es dann in 2 Tagen fertig wird oder sagen wir mal in 3 Tagen, wenn es halt vorher 7 Tage gedauert hat. Wenn ich jetzt 2000 Maurer da drauf lasse, dann, und es sind vielleicht 2000 Steine, die gesetzt werden müssen, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht viel Sinn macht. Ja? Das gleiche Problem haben wir natürlich bei so Problemen wie Wetterberechnung oder so auch. Also man kann nicht unendlich sagen, ich mache jetzt einfach viel mehr Rechner drauf. Ich habe ein Problem, was halt normalerweise 2 Jahre dauert. Wenn ich 5 Rechner habe, dauert das vielleicht noch 10 Tage. Und wenn ich dann interpoliere ich das einfach und sage, wenn ich jetzt 5000 Rechner habe, dann dauert das halt nur noch 2 Stunden oder sowas. Geht natürlich so einfach nicht. Weil je kleiner das Problem, desto mehr Anteil habe ich an der Kommunikation der ganzen Geschichte. Und was es auch noch dazu gibt, ist, man hat immer einen Part in einem parallelen Programm, der seriell ist. Also zum Beispiel das Aufteilen des Hauses in 3 unterschiedliche Teile, das kann ich nicht verteilen. Dieser Schritt muss immer von einem Maurer geplant werden, sage ich mal. Also es gibt immer so einen seriellen Anteil einer parallelen Berechnung, dann gibt es einen parallelen Anteil und dann gibt es wieder einen seriellen Anteil, der das zusammenführt. Ja. Wobei das ist... Spezial, oder es ist nicht ganz richtig, es gibt auch Verfahren, um das halt nachher dann parallel zusammenbauen zu lassen, aber das ist auch noch eine andere Geschichte. Also wir haben jetzt halt das Problem, oder was ist das Problem? Wir haben halt diese Herausforderung, dass die halt viel untereinander sich absprechen müssen und dass die halt in einzelnen Zeitschritten arbeiten müssen. Jetzt gibt es natürlich das Internet, ne? Ethernet oder Netzwerk im Allgemeinen. Wenn man jetzt normale TCP oder normale Ethernet-Technologie, so Gigabit oder sowas nimmt, das ist natürlich darauf nicht ausgelegt, dass es halt möglichst schnell läuft. Also ich weiß nicht, inwieweit ihr den TCP-Stack kennt, aber der hat so ein Zackenmuster, wenn man da mal genau hinschaut, weil der immer mehr Daten durchschickt, bis er irgendwann zu einer Grenze kommt, dass Pakete verloren gehen und dann geht er hier runter auf die Hälfte oder so, weil, glaube ich, war das die Hälfte? War das die Hälfte? War die Hälfte, ne? Oder 75%, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall macht er halt immer mehr, irgendwann merkt er, okay, ich habe jetzt den Gigabit erreicht und jetzt kann ich auch mal, habe ich Paketlost, deswegen gehe ich mal wieder zurück auf diese Variante und dann geht er halt immer, macht immer so einen Zackenkurs. Ja? Das ist halt der TCP-Stack, der ist halt so ausgelegt, dass er halt versucht, das Maximum zu erreichen. Ja, aber ich weiß nicht, was, ich habe vergessen, welches genau es war, was das Congestion Window, was er immer weiter aufzieht. Oh, should I switch to English or? Nee, but I prefer to respond in English. Yeah, okay. Yeah, go ahead. Again, by defaulting back the window size, the packet size of the TCP, or say shunt packet, is divided by 2, when in fact one packet is lost. Yeah, exactly. You know, but now, well, computer should be more intelligent because in fact the performance are crappy with that, because it's trying to use the app. So now they are trying to guess the limit. Yeah, the MTU limit. I mean, wenn man das erste Mal davon hört, dann denkt man, das ist irgendwie eine bescheuerte Implementation. Ne? Aber es ist alt, aber es ist natürlich auch sehr robust und man kann natürlich dann auch, wenn sich mal die Geschwindigkeit verändert oder der Link halt besser wird, dann saturiert man den Link halt immer zu einer gewissen Prozentzahl, also zu 75% halt. Ist halt ein sehr robustes Protokoll, wenn man das so verfährt.
Das ist natürlich, wenn man viel miteinander reden will und das halt so in sehr diskreten Zeitschritten machen will, also möglichst die Absprachen schnell passieren sollen, dann will man halt ein Netzwerk haben, was halt diese Last halt nicht hat. Dann möchte man halt ein Netzwerk haben, was halt darauf optimiert ist, schnell zu kommunizieren. Und da kommen wir halt zu HPC Interconnects. Das ist halt auch so ein gestohlenes Bild mit so einem Expressmännchen. Ne? Was wir natürlich auch noch haben, ist, dass wir bei TCP halt so ein Schichtenmodell haben und der ganze Stack sich im Kernel abspielt. Also wir haben halt, du musst halt immer, wenn du ein TCP-Paket versendest, musst du durch diese ganzen Layers durchlatschen und dann wird es halt auf den physikalischen Link geschubst und dann irgendwann kommt es halt an und dann geht es wieder die andere way around sozusagen. Das ist natürlich auch nicht gerade förderlich im Sinne von Performance, wenn man halt möglichst schnell mit geringer Latenz Daten hin und her schieben will. Deswegen gibt es Kernel-Bypassing in schnelleren Interconnects. Das gibt es jetzt auch bei 40GigE oder 10GigE sogar schon. Das nennt sich Huki, RDMA over Converged Ethernet oder so. Dass man halt einfach an dem ganzen Kernel-Stack vorbei direkt mit der Netzwerkkarte kommuniziert von Applikationen und sich nicht nur shared, was der TCP-Stack im Kernel macht. Also so kann man halt direkt aus dem Userland die Netzwerkkarte benutzen und direkt Pakete verschicken. Das gibt es halt bei InfiniBand jetzt schon seit, weiß ich, 15 Jahren, so 20 fast. Und damit hat man natürlich eine signifikante Steigerung der Performance, weil man halt einfach direkt mit der Hardware kommuniziert, ohne durch den Kernel latschen zu müssen und so natürlich sich viel Arbeit erspart. Ja, das sieht man natürlich dann auch in der Performance. Also hier mal so ein Chart, den ich auch mal geklaut habe. Also man kann natürlich aus Legacy-Gründen oder auch um halt rückwärtskompatibel zu sein, gibt es für die Interconnects, die es halt so gibt, InfiniBand und wie sie alle heißen, also InfiniBand ist der prominenteste, würde ich sagen, oder meistgenutzte, der hat auch einen TCP-Stack oder eine Implementation, wo er TCP oder IP over InfiniBand sprechen kann, wo halt der TCP-Stack des Kernels genutzt wird und dann halt über die InfiniBand-Karte kommuniziert wird. Da schafft man dann so 8 Gigabit pro Sekunde von den 40, die es eigentlich die Hardware geben würde. Also wenn man direkt IPverbs nennt sich das, also direkt die Kommunikation mit der Netzwerkkarte macht, dann kriegt man auch die 40 Gigabit pro Sekunde durchgeschossen. Wenn man TCP over IP macht, dann hat man so einen Faktor 5 oder so Penalty. Und wenn man dann normales Gigabit Ethernet oder sowas benutzt, dann hat man halt die 800, 900 Megabyte pro Sekunde. Megabit pro Sekunde, Entschuldigung. Genau. Also ist auf jeden Fall signifikant schneller, ist aber auch signifikant teurer natürlich. Ne? Also es ist halt nicht so aus der Robustheit geboren wie so ein Trabi, dass man sagt, wir wollen halt irgendwie günstige Komponenten haben, wir wollen halt einfach nur von A nach B kommen, sondern es ist halt wirklich eine Technik, die super teuer ist, aber auch super, super reliable funktioniert. Also ich habe InfiniBand 5 Jahre betreut oder so und auch an einem anderen Interconnect mitgearbeitet in der Entwicklung. Und wir hatten halt immer, wenn InfiniBand irgendwie vermeintlich ein Problem hatte, dann haben wir erstmal alles andere gecheckt, bevor wir irgendwie die InfiniBand-Kabel oder die InfiniBand-Switches gecheckt haben, weil die sind halt einfach super robust, wenn man bei Mellanox zum Beispiel kauft. Also die sind halt schon, haben einen schönen Uptime und sehr robuste Geschichte. Kostet aber auch ein Schweinegeld. Also ein 36-Port-Switch damals hat irgendwie 10.000 Euro gekostet. Ein 2-Meter-Kabel kostet irgendwie 500 Euro oder 400 Euro oder sowas. Da sind aber die Transponder, also die Endstücke, sind halt natürlich die teuren Dinger. Gibt halt aktiv und passiv, aber jada, jada, jada. Also das ist halt schon eine teure Geschichte, aber und man braucht die natürlich nur, wenn man auch wirklich die Anforderungen hat. Also wenn man sich für einen Switch 5 Rechner kaufen kann, dann muss man auch wirklich die Anforderungen haben, dass man diesen Switch auch nutzt. Und ich glaube, das ist meiner Ansicht nach, aber da komme ich vielleicht zum Schluss noch hin. Ja, das muss man sagen, zum Schluss noch. Also wie gesagt, hier nochmal ein anderes Bild. User-Hardware versus Data-Center-Hardware. Die Hardware heutzutage sind halt so Blades oder also diese nennen sich hier, das sind nicht Double-Twins, das sind ja irgendwie Quad-Twins oder so. Also es ist halt, man hat halt hinten einen Blade, wo die Server-Hardware drauf ist, also das CPU, RAM und Netzwerk-Interface und vorne hat man dann noch Einschübe für die Festplatten
Und die ganzen Dinger sind halt hot swappable, also wenn jetzt mal irgendwie eine DIMM kaputt ist oder ein ganzes Blade kaputt ist, ein ganzer Rechner kaputt ist, dann zieht man den einfach raus, schmeißt einen neuen rein und es ist halt sehr, sehr einfach zu handeln und vor allen Dingen ist es auch totale Commodity. Also die Chassis und die Boards, die kommen alle von Supermicro, die Layouts, und Dell und HP und wie sie alle heißen, die machen einfach ihr Logo drauf und das ist halt totaler Standard. Nicht ganz so Standard ist so diese Blade Center, die es so gibt. Da macht halt jeder, was er will irgendwie. Das ist manchmal ein bisschen hässlich, manchmal will man das auch so. Aber heutzutage machen auch viele Leute so eine Blade-Geschichten, wo es dann halt auch viele verschiedene Kühlungstechnologien gibt. Also ich habe mal für Bull gearbeitet, die haben halt Direct Liquid Cooling, also direkt wassergekühlte RAM und direkt wassergekühlte GPUs und direkt wassergekühlte CPUs in so einem Blade-System. Mit so Dropless-Verknüpfung. Also man konnte das Blade-System halt tropfenlos rein- und rausziehen. Da ist halt nicht irgendwie mal ein bisschen Wasser rausgeplattert, sondern die waren halt schon sehr, sehr gut verarbeitet. Aber man hat natürlich dann so ein bisschen so einen Vendor-Lock-in. Also wenn man diese, bei einem Kunden, bei dem ich gearbeitet habe, der hat halt 4000 von diesen Super-Micro-Dingern gehabt. Da kann man halt sagen, ich kaufe heute von Dell und morgen von ENEC oder von SGI oder was auch immer, da kann man halt dann immer fröhlich wechseln, weil man halt eigentlich die gleiche Hardware hat, nur mit einem anderen Label drauf. Vielleicht ist die Firma noch ein bisschen anders, aber das sei es drum. Und diese Supermicro-Geschichte ist natürlich für viele Kunden auch wichtig, weil große Unternehmen müssen ja immer von verschiedenen Herstellern kaufen, sonst steigt einem das Rechnungswesen aufs Dach, wenn man sich halt immer nur einen Vendor nutzt. Deswegen macht es halt da Sinn, in seinem Rechenzentrum verschiedene Hardware-Typen zu haben. Wobei das ist eher so Großunternehmen wie Daimler, Audi oder sowas, die müssen vom Controlling her verschiedene Vendor haben. Okay, was wollte ich davor noch sagen? Mist, hätte ich es nochmal gesagt. Na, vielleicht kommen wir noch drauf. Irgendwas mit Kosten hatte ich gesagt. Na, vielleicht kommen wir noch drauf. Ja, also kurzum, es ist als Commodity, aber in einem Preissegment oder in so einem Hoch-Quality-Segment. Wobei das geht auch immer weiter runter. Also ich habe jetzt zu Hause im Keller habe ich 8 von diesen Blade, also nicht diesen Blade-System, sondern diesen anderen, diesen hier stehen. Also 2 von diesen Double Twins, so mit 8 Blades insgesamt. Das ist ganz witzig. Ja, anschließend kann ich sie glaube ich nicht, weil die brauchen so 3 Kilowatt oder sowas. Und ich habe auch so einen fetten InfiniBand-Switch auch noch. Und jetzt fahre ich zu FOSDEM, deswegen sind wir auch ja heute hier eigentlich. Und da kriege ich noch Kabel dazu. Und dann werde ich die wahrscheinlich irgendwo bei der Uni, ich hoffe, dass ich da eine Uni finde. Ich habe eine in der Nachbarschaft, da habe ich schon mal vorgeführt, dass ich die dann bei denen ins Rack schraube und dann per SSH darauf komme und dass ich so ein bisschen mit rumspielen kann. Also ich bin halt so ein InfiniBand Veteran quasi. Also ich habe meine Bachelorarbeit drüber geschrieben und ich spiele da gerne mit rum. Und da kann man halt auch schon irgendwelche Seminare drüber machen. Hi. Ist das hier? Ja, genau. Okay, ich war vorhin in der ersten Phase drin. Und das ist halt, es wird halt immer mehr Commodity. Also man kauft das jetzt von der Stange, ist halt alles nicht mehr so proprietär. Jetzt mit diesem Blade-System ist wieder so ein bisschen proprietärer, aber das wird sich auch wieder ausdünnen. Weil eigentlich interessiert es keinen mehr, welche Hardware da drunter ist. Aber eigentlich, glaube ich, weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Nämlich, dass das so ein Unterschied ist, also so ein Unterschied zwischen, für mich so ein Unterschied zwischen HPC und so Webscale-Geschichten ist halt, dass man dadurch, dass man versucht halt das Problem nicht auf super vielen Rechnern zu verteilen, sondern möglichst auf wenigen Rechnern zu konzentrieren, damit man halt nicht diesen Kommunikations-Overhead hat, dass beim HPC eigentlich so das Mantra ist, wir versuchen an dem Bottleneck der Infrastruktur zu operieren. Heißt, wir sind eigentlich erst zufrieden, wenn wir die Bandbreite CPU-Memory saturieren. Das ist quasi unser Ziel. Also wir wollen halt möglichst viel Performance aus den einzelnen Systemen rauskriegen, damit wir nicht mehr Rechner daneben stellen müssen, weil das hat halt so ein Skalierungspenalty, dass wir halt mehr Kommunikation dadurch haben. Ne? Währenddessen es bei Webscale ja so ist, also wenn man sich so Hadoop oder diese ganzen Cluster-Geschichten so anschaut, also meine Einschätzung, dann versucht man eher auf Commodity zu setzen, dafür vielleicht nicht 100% der Performance aus einem Rechner rauszukriegen, sondern eher halt dadurch, dass man das sehr gut rausskalieren kann und dass man vielleicht nicht die Systeme zu 100%, sondern nur zu 60% nutzt,
dass man dann sich gar nicht so viel Gedanken macht, wie gut das auf dem eigenen System, auf dem eigentlichen System läuft, sondern dass man halt einfach versucht, das mehr so in die Breite raus zu skalieren. Was natürlich auch ein super Ansatz ist, weil einem dann auch nicht so wichtig ist, dass alle Rechner gleich sind zum Beispiel. Also bei HPC-Anwendungen ist es so, das ist halt eigentlich Voraussetzung, dass alle Systeme gleich sind, damit man halt eine gleiche Lastverteilung hat, weil man halt davon ausgeht, ich habe jetzt irgendwie ein Problem, was ich auf 50 Rechner skalieren will, oder sagen wir mal 64 Rechner skalieren will, dann möchte ich halt auch, dass diese 64 Rechner gleich sind, weil ich denen ja ein 64stel des Problems gebe. Und wenn die halt unterschiedlich schnell fertig werden, dann muss ich ja halt trotzdem warten, bis der letzte fertig ist. Ne? Ist ja klar. Also wenn ich jetzt 60 Rechner habe, die innerhalb von einer Millisekunde fertig sind und einer darauf 10, dann müssen halt alle anderen erstmal 10 Millisekunden warten oder 9 Millisekunden warten, bevor es dann wirklich weitergeht. Das wäre so mein Take. Und da habe ich auch mit wem habe ich da gesprochen? Mit jemandem vom Hadoop. Er hat halt Hadoop gemacht, sondern einen Hadoop-Entwickler. Und da sind wir eigentlich auch da auf einem Nenner gekommen irgendwo. Also als HPCler würde man versuchen, auf einem Hadoop-Node so viel wie möglich zu machen. Und dann, wenn man halt wirklich meint, man braucht einen zweiten, dann stellt man halt einen zweiten daneben. Und so bei Webscalern, lass uns mal einen mehr nehmen, als wir eigentlich brauchen. Und dann würde das schon irgendwie passen. Ist ja auch ein super Ansatz. Da würde ich gar nicht sagen, dass es böse ist. Genau, jetzt nochmal kurz einen Absprung hier zur Virtualisierung. Also ich meine, das habe ich glaube ich schon einmal erzählt, aber ich wiederhole es gerne. Muss ich kurz reinkommen, wie ich das gemeint habe. Achso, ja, also ich habe bei einer traditionellen Virtualisierung, habe ich halt das normale, mein Rechner, also die Hardware, da läuft halt ein BIOS, dann kommt der Bootloader, startet den Kernel, der sucht sich halt das Init-System, was er haben will und startet dann einen Service, meinetwegen Syslog oder so auf dem Rechner oder alle Services, die er so braucht. Und nebenbei natürlich dann noch ein Virtualisierungstool, zum Beispiel sagen wir mal VirtualBox oder so. Und auf dieser VirtualBox wird dann natürlich wieder ein BIOS gestartet, weil das ja eine virtuelle Maschine ist, heißt ja nicht umsonst so. Dann wird wieder ein BIOS emuliert, dann kommt wieder ein Bootloader, der startet wieder ein Kernel, der startet wieder ein Init-System und dann wird halt wirklich der Service gestartet, der dann wirklich gestartet werden soll. Ja, also man hat halt zweimal. Also einmal den Hardware-Layer, der halt das komplette Betriebssystem mit allem, was dazugehört, startet und dann auch innerhalb der virtuellen Maschine wird halt genau das gleiche wieder emuliert. Wenn man das von der anderen Seite sieht, hat man halt einen Server, dann wird da drauf ein Host-Kernel gestartet, ein OS, das wo der User nennt meinetwegen, kann man es auch nennen, ist, und dann ein Hypervisor, so wie es KVM oder VirtualBox. Auf dem dann wieder ein Kernel gestartet wird und dann ein Web Operating System, Userland und ein Service. Und wenn ich dann InfiniBand zum Beispiel nutzen will, dann muss ich halt die InfiniBand Hardware oder meinetwegen eine ISDN-Karte oder sowas, auch ein gutes Beispiel, muss ich halt die von dem Server detachen. Mit Zen geht das schon ewig. Aus dem physischen System halt rausnehmen und dann wird halt diese PCI-Slot wird dann exklusiv einem Gast zur Verfügung gestellt. Da gibt es natürlich auch Tricks, da gibt es halt auch Treiber, die das dann halt virtualisieren, sodass halt dann man jedem Gast eine Drittel der Karte geben kann und für den Gast sieht es so aus, als wenn er dann eine richtige Karte hat, aber das sind ja irgendwie nur so Tannenspielertricks. Genau. Und hier ist es auch schon zu Ende, weil hier habe ich nämlich dann mit der Präsentation bin ich dann aber anders eingeschlagen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ja. Dazu soweit ist es ganz gut gelungen oder wisst ihr Bescheid jetzt? Ich mache nochmal dieses schöne Bild mit dem Trabi an. Noch irgendwelche Fragen? So als kleiner Einstieg HPC. Also HPC, wie gesagt, möglichst viel aus dem einzelnen Knoten rausziehen, aber Probleme lösen, die halt eigentlich mit einem Rechner nicht erschlagen werden können. Also so ein Wetterbericht bei der Tagesschau, wenn man das Wetter für morgen berechnen will, in 24 Stunden, dann kann man natürlich schwerlich da eine Woche dran rumrechnen, weil dann ist natürlich das Wetter uninteressant. Also will man natürlich möglichst schnell, also möglichst mit mehreren Rechnern dieses Problem lösen, damit man dann in einer Stunde vielleicht das Wetter für morgen hat. Damit man halt auch zeitnah dann vor der Tagesschau auch alle neuen Wetterdaten mit reinnehmen kann. Oder zum Beispiel in der Autoentwicklung ist es halt so, man hat halt immer einen gewissen Zyklus, den die Ingenieure Zeit haben, eine Entwicklung zu machen und auch einen Zyklus, in den sie gerne eine Iteration weitergehen würden. Also sie verändern vielleicht einen Teil vom Auto, sagen wir mal einen Kotflügel oder so, und dann möchten sie halt das morgens starten, also nach einer Stunde Arbeit, vielleicht haben sie es verändert, dann wollen sie den Jobs starten in einem Cluster
Und dann am Nachmittag, bevor sie nach Hause gehen, wollen sie nochmal über das Ergebnis rüber gucken, wollen dann den Kotflügel nochmal ein bisschen optimieren, den Job dann nochmal absetzen und dann am Morgen, wenn sie wiederkommen, halt das Ergebnis von dem Vortag, dem Abendjob quasi nochmal sehen. Also sie haben halt so einen gewissen Zyklus, den sie haben wollen natürlich. Und da macht sich halt die Größe, wie feingranular man jetzt dieses Modell des Autos macht, macht sich halt nicht davon abhängig, wie viel Rechner man hat oder wie viel Zeit man hat, sondern eher, wie fein kann ich es rechnen, um noch in diesen, sagen wir mal, 8 Stunden Zeitslot der Ingenieure zu kommen. Also das wäre so in der ersten Phase der Entwicklung. Natürlich gibt es dann Crashtests, die können natürlich auch länger dauern oder so Analysen, die können auch mal bis zu 2 oder 3 Wochen rechnen oder sowas, aber im Grunde genommen ist das, je mehr Rechenpower man hat, desto feiner rechnet man, weil man halt dann mehr Zeit hat sozusagen, feiner zu rechnen. Genau. Okay, das mal dazu. Ich mache mal hier so einen Stop von der Aufnahme, damit wir 2 Dateien haben. Das ist auch eine tolle Sache.